Eine Deutsche ist unter den Opfern von Wien nach dem Terroranschlag. Und die Nachricht dieser Stunde, die Terrormiliz Islamischer Staat hat diesen Anschlag für sich reklamiert. 4 Todesopfer gibt es bislang, etliche der 22 Verletzten ringen aber auch um ihr Leben. Der 20-jährige Täter saß zuvor wegen IS-Mitgliedschaft in Haft. Die große Frage, gibt es noch weitere Mittäter? Nach der bisherigen Auswertung tausender Augenzeugenvideos sieht es danach momentan nicht aus. Peter Hantjes mit den Einzelheiten. Schüsse hallen durch die Wiener Innenstadt. Menschen rennen um ihr Leben. Chaos bricht aus. Da sind die Schüsse gefallen und mir ist schlecht geworden. Also es ist ein Albtraum. Sowas kennt man aus schlechten Filmen. Das Ganze passierte kurz nach 20 Uhr. Viele Wiener wollten den letzten Abend vor dem Lockdown noch einmal ausgehen. Darunter auch zwei junge türkischstämmige Österreicher, die plötzlich eine schutzlose alte Frau im Kugelhagel entdecken und ihr selbstlos zu Hilfe eilen. Kopf rein. Leute sind blutüberströmt, am Boden gelegen. Dabei haben wir eine alte Dame Hilfe geleistet, dass sie sich in Sicherheit bringt. Wir haben sie in eine sicheren Platz gebracht. Mit automatischem Sturmgewehr, Pistole und Machete bewaffnet, schießt der Attentäter auf jeden, der ihm begegnet. Schlägt innerhalb kürzester Zeit an 6 Orten der Wiener Innenstadt zu. Unter den Todesopfern offenbar auch eine Deutsche. Kurz darauf wird der Täter von Spezialeinheiten der österreichischen Polizei gestellt und erschossen. Es hat sich mittlerweile bestätigt, dass der gestrige Anschlag eindeutig ein islamistischer Terroranschlag war. Wir werden die Täter, die Hintermänner und deren Gleichgesinnte ausforschen, jagen und sie der gerechten Strafe zuführen. Bei dem Attentäter soll es sich um Kuitim F. handeln, einen vor 20 Jahren in Wien geborenen Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln, der kurz vor der Tat dieses Bild von sich im Internet gepostet haben soll. Weil er versucht hatte, zum Dschihad nach Syrien auszureisen, war er im vergangenen Jahr zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt, aber nach 7 Monaten vorzeitig wieder entlassen worden. Die Tatsache ist, dass der Terrorist es geschafft hat, das Deradikalisierungsprogramm der Justiz zu täuschen. Weiterhin noch unklar, ob der Mann als Einzeltäter handelte oder Komplizen hatte. Die Polizei hat inzwischen seine Wohnung im 60 Kilometer westlich von Wien gelegenen St. Pölten durchsucht und 14 Bekannte aus seinem Umfeld verhaftet. Am Mittag dann legt die österreichische Regierung am Tatort Kränze nieder zum Gedenken an die Todesopfer des Anschlags. Und Daniel Koop zugeschaltet wieder aus Wien, aus der österreichischen Hauptstadt. Daniel, ja, die Nachricht dieser Stunde, der Islamische Staat reklamiert diese Tat für sich. Wie laufen denn die Ermittlungen bis jetzt und gibt es schon Entwarnung bei dir in der Innenstadt? Also diese Nachricht, muss ich ganz ehrlich sagen, kam nicht überraschend. Wir haben das ja gehört, das Ganze wurde auf einer Nachrichtenagentur verbreitet, die dem IS nahe steht. Das Ganze wurde dann auch noch über den Messenger-Dienst Telegram veröffentlicht. Wir haben bisher zum Beispiel hier auch von der Staatsanwaltschaft in Wien noch keine offizielle Bestätigung bekommen, dass man das Ganze ja auch als echt dann auch ansieht. Aber ich denke schon, dass man davon ausgehen kann. Aktuell muss man sich das Ganze so vorstellen. Die Polizei, die hat ja ganz viel Videomaterial, das ausgewertet werden muss. Insgesamt 20.000 Videos und Fotos, die sind auf einer Website hochgeladen worden. Diese Videos, diese Fotos, die schaut man sich jetzt ganz genau an und man hat sich das Ganze ja schon auch angeschaut und deshalb geht man davon aus und deshalb gibt es so eine kleine Entwarnung, dass man nur noch davon ausgeht, dass es sich wirklich um einen einzigen Täter handelt. Gestern gab es ja sehr viele Gerüchte, da hatte man teilweise gedacht, dass es sich vielleicht sogar um bis zu 7 verschiedene Täter handeln könnte. Und Daniel, die Ermittlungen laufen ja mit Hochdruck. Was ist denn mittlerweile alles über den Täter bekannt? Da ist ja doch eine ganze Menge im Laufe des Tages ans Tageslicht gekommen. Ja, 20 Jahre war er alt, österreichischer Pass, aber Doppelstaatsangehörigkeit Nordmazedonien, das haben wir auch gehört. Und in der Tat ist er kein unbeschriebenes Blatt. Er ist in der Vergangenheit auch schon aufgefallen, weil er mit dem IS wohl sympathisiert hat. Und es gibt Medienberichte, so zum Beispiel auch vom Spiegel, dass er auch mit deutschen Dschihadisten in der Vergangenheit Kontakt hatte. Es war wohl so, dass er an die türkisch-syrische Grenze gefahren ist und er war da wohl in so einem Haus, das von Schleusern benutzt wird.
involviert und man wollte ihn ja rüber zum IS ja quasi schleusen und da hatte er dann diesen Kontakt auch ja zu diesen deutschen Dschihadisten und es scheint so zu sein, als hätte er dann hier alles ja getan, um quasi das Bild zu vermitteln, dass er das Ganze bereut. Er hat ja dann auch eine Haftstrafe für diese ja Tat dann bekommen. Da es sich aber um Jugendstrafrecht hier in Österreich handelt, wurde er dann wieder frühzeitig entlassen. Daniel, ganz herzlichen Dank für all diese aktuellen Informationen nach Wien.